So, hallo zusammen. Hier ist wieder der Sarge. Wir befreien jetzt einen Molukken, ja, so wie sie hier genannt werden. Und dann hau ich dem Typen mal ordentlich ins Kreuz. Denn der behandelt hier meine neuen Freunde überhaupt nicht nett. Ja. Und der Typ da oben, der den gefangen hält, der wird jetzt wahrscheinlich auch dran glauben müssen. Klar, da geht's jetzt hier rein. Cool. Okay, dann machen wir es mal leise die Kiste auf, nicht das Ärger. Ja, besser als nichts, ne, würde ich mal sagen. So. Hi, Capucheco, Cucho. Hey, Chani schickt mich. Ich will dich befreien. Chani, das ist gut. Also, irgendwelche Vorschläge, wie ich dich hier rauskriege? Der Schlüssel. Die Wache hat ihn fallen lassen. Hier im Hof. Ich geh mal suchen. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Was ist denn überhaupt passiert? Tahana wollte zum Friedhof der Shaganumbi. Aber Laureke war schneller. Was wolltest du denn auf dem Friedhof? Kikichani wollte, dass ich das Shaganumbi-Idol dorthin bringe. Aber ich habe es weggeworfen, als die Blauröcke kamen. Ich muss es finden, Bucho. Ich hab's doch schon. Bleib wachsam. Okay, ich soll das... Ah, da ist er. Voll gut versteckt. Aber ich hab, ganz ehrlich, ich speichere jetzt mal und dann werde ich hier mal einen von den Kollegen hier... Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Okay, ist denn hier die Wache? Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwo eine Wache? Okay, da muss ich echt den Typen da unten umhauen, oder? Echt, ist das die einzige Wache? Okay. Alles klar, ich hab den Schlüssel. Ich lass dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Shaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Ich werde vorgehen. Okay. Alter, auf mich zu treten. Ach, so läuft das, Freundchen. Na? Hast du genug? Hey, was glaubst du, was du da machst? Du kannst doch nicht einfach mit unserem Gefangenen abhauen. Kann ich schon. Okay, einschüchtern 30. So gut bin ich auch nicht. Schade, okay. Dafür bin ich nicht gut genug. Guck doch mal weg. Du spinnst ja wohl. Jetzt kannst du was erleben. Was? Ärger? Komm her! Alter. Alter. Nein! Okay, dann müssen wir nochmal speichern. Laden, meine ich.
das lief ja überhaupt nicht so gut. Außerdem... Immer schön in den Rücken. So läuft es. Genau, und jetzt laufen wir mal schnell weiter. Komm. Denn irgendwie ist er im zweiten Anlauf deutlich härter. Wunderbar. Wir bleiben zusammen. Ja, bleiben wir. Du hattest recht, Gucho. Das war leichter, als ich dachte. Ja. Und jetzt lass uns abhauen, damit das auch so bleibt. Ich kann noch nicht zurückgehen. Was ist denn noch? Ich muss das Shaganumbi-Idol finden. Ja, ich habe es in einen Busch geworfen, als die Blauröcke kamen. Dann lass uns dorthin gehen. Chi, Hoshi, folge mir. Ich habe es doch schon. Bleib wachsam. Okay. Okay, dann habe ich wohl ein anderes Idol. Wachsam, sagt er. Dabei ist wachsam noch mein zweiter Vorname. Und zack, kommt eine Falle. Schade, hätte gut gepasst. Aber der ganze Weg schaut schon aus nach Falle. Hier habe ich das Idol weggeworfen. Geh du es suchen, ich halte ein Auge auf die Blauröcke. Da ist es doch. Das war voll schwer. Ich hab das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Hoshi? Hat er gerade Hoshi gesagt? Am besten immer hinter ihm laufen und seinen Fuß stapfen. Oh. Waren hier nicht die Affen? Au, gehen wir. Da ist er noch. Da sind nur noch Affen. Hochagent. Wir bleiben zusammen. Ja. Raka! Oh, da oben ist ein Blaurock. Den haben wir es gezeigt. Da oben halt, den nehmen wir auch noch mit hier, den Kollegen. Hau, gehen wir. Oh, was ist das denn für einer? Hey, du rennst mit einem gefangenen Molokken rum? Na und? Das wird dem Kommandant gar nicht gefallen. Er muss es ja nicht erfahren. Wird er aber. Er erfährt es immer. Nicht von mir, aber irgendwer hat dich gesehen. Der wird das schon melden. Am besten du hältst die Schnauze. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll den großen Tempel auskundschaften. Aber das Ding ist besser bewacht als der Hohe Rat in Caldera. Keine Chance, wirklich nah ranzukommen. Was hast du schon herausgefunden? Nichts, was wir nicht schon wissen. Aber ich bin ja auch gerade erst hier. Ich werde erst mal beobachten. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance, näher ranzukommen. Ja, ja, mach das mal. Nee, ich will dir nicht helfen. So. Komm mit mir. Ja, ja, bin ja... Hier müssen wir vorsichtig sein. Du darfst nicht zu nah an den Tempel der Erde herangehen, sonst werden wir angegriffen. Sind dort nicht die Krieger aus deinem Lager? Chi, das ist richtig. Die Tonka haben den Befehl, auf alle zu schießen, die ihnen zu nahe kommen. Chakabakir und Crow dürfen nicht gestört werden. Klingt ja nicht gerade sehr gastfreundlich. Nein, aber wir dürfen nicht riskieren, dass der Zorn der Götter uns ereilt. Der Zorn der Götter? Frage Chani, wenn du mehr wissen willst. Gehen wir lieber weiter. So, okay. Nein. Okay.
Alter, das Viech ist aber heftig. Okay, dann futtern wir mal was. So, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade hier und okay. Irgendwann muss ich noch zum Schatz kommen. Aber wir sind jetzt gerade, was ist das hier? Okay, okay. Ja, alles klar. Wir bleiben zusammen. Klar. Ja, ja, wir bleiben zusammen. Natürlich Paul, sammle ich gehen noch. Wir. Oh, da ist noch was. Kabunga Taraka, sein. Ja, auf mich zu attackieren. Aua! Ja, wie habe ich das gemacht? So, da oben. Wir bleiben ist da zusammen. Noch irgendwas. Muss ich doch mal gucken, ob hier noch was ist, wo ich dich schon dabei habe. Alter, das Wetter, ne? Auf, gehen wir. Komm mit mir. Ja. Uiuiui. Oh, da sind wieder Affen. Hilfst du mir? Weiter! Wer sind die denn? Puh, die Äffchen sind gar nicht mal so unübel. Alleine wüsste ich die jetzt nicht so leicht zu töten. Moment, hier kann ich doch bestimmt hoch. Überall, wo man hoch kann, will ich auch hoch. Hier ist er noch. Hier ist nichts. Okay, hier ist wirklich nichts. Moment, wo sind wir denn gerade? Okay, oh, wir sind ganz nah beim Dorf. Alles klar. Alles klar. Gut. Muss mal drin sein, eine kleine Entdeckungsreise. Wir bleiben zusammen. Ja, wir bleiben zusammen. Au, gehen wir. Oh Mann, hier ist eine Kiste. 20 von 30, okay. Moment, wenn ich jetzt Diebeskunst. Moment, ich probiere mal was. Diebeskunst. Ring. Diebeskunst. Dann müsste ich das doch jetzt schaffen, genau. Ich speichere mal, weil nicht, dass er das gar nicht mag nachher. Okay. Wie soll denn das gehen? Hm.
Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich da machen soll. Wie geht das nicht? Ich kann nur vor und zurück. Moment, wenn die jetzt oben bleiben. Keine Ahnung, okay. Anscheinend muss ich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wohl einfach gucken, welche oben bleiben. Gut. Wie auch Komm immer. Mit mir. Ja. Ich danke dir, Gucho. Ah, die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Easy war das, easy. Achso, Moment, ach shit. Hätte ich jetzt meinen Ring wieder angehabt, den habe ich natürlich nicht angehabt. Ich habe wieder mehr Erfahrungspunkte bekommen, aber gut, Moment. Geh, yalla, yalla. Okay, er ist immer noch so ein komischer Typ. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Was hat er denn anzubieten? Seltsame Sachen. So, dann... Bleib wachsam. Hier ist klar. So, was ist mit hier? Ono palava, Gucho. Gut, aber sie will doch wissen, dass er wieder da ist, oder? Genau. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gayo Tiva. Wir müssen mit deinem Vater sprechen. Ich fürchte, dazu ist es schon zu spät. Er wird nicht auf uns hören. Dann hilf mir, gegen Crow zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Jetzt geht's los. Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Shaganumbi. Alles klar, machen wir. Alles klar, ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutspur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Craw aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht.
So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Okay. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Also ich finde das wirklich spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Weg der Shaganumbi finde ich irgendwie interessant. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Hey, Chani! Was passiert, wenn... Was soll's? Okay, Moment. Ich möchte aber vorher noch die Küche machen. Warum tust du das? Alles klar. Auf zum Tempel. Jetzt gibt es erstmal die Hucke voll. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich soll so einen Krieger besiegen? Ich glaube nicht. Kapo! Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheko Kucho, es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Ha! Und wie willst du das anstellen, Kucho? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei. Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Wenn du mich besiegst, doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen und die Stärke, jeden, der nicht wahr spricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Ach du Scheiße. Der war das, glaube ich. Oh, das ist ja fies. Yisakil. Sag mir, wer bist du? Ich bin der Gezeichnete. Sag mir, wer ist dein Chaka? Okay, ich würde sagen, ich habe ja ihm Treue geschworen, das ist wohl hier was wert. Dann sage ich mal die Wahrheit. Captain Stahlbart. Deine Worte sind wahr. Doch nur wenn du mich besiegst, bist du würdig, den Tempel der Ahnen zu betreten. Nun, verteidige dich. Alter. Oh. Alter. Oh, nein!
Aua! Okay, das lief nicht so optimal. Du hast hier nichts zu suchen! Ach, verdammt. Geh! Jetzt! Okay. Chi, geh weg! Sheku, du hast hier nichts zu suchen! Geh! Jetzt! Moment. Chi, geh weg! Sheku, du hast hier nichts zu suchen! Scheiße. Chi, geh weg! Ich habe ihn nicht besiegen können. Okay, wenn ich jetzt einfach nochmal versuche. Ich bin halt im Kämpfen nicht so gut, das ist leider... Leider ist das so. Ich will jetzt einfach nicht mehr heilen. Das geht halt nicht anders. Irgendwie angreifen, wenn er angreift, das hat noch nie funktioniert. Wir reden später weiter. Okay. Capo! Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheku, Gucho. Es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Komm, ich rufe an. Mach schneller. Ich dachte... Der... Das haben wir ja schon alles. Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Doch zu... Die A und die... Sag mir... Ja, ja, das ist er hier. Jesak hier. Sag mir... Ich bin der Gezeichnete. Ich bin der Gezeichnete. Sag mir... Captain Stopp. Deine Worte sind wahr. Doch nur wenn du mich besiegst, bist du würdig, halt den Tempel der Ahnen zu betreten. Ich hau ihn weg. Verteidige dich. Ja! Ja! Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Genau. Tut mir leid. Aber das war trotzdem ein guter Kampf. Die Ahnen sind mit dir. Du bist würdig. Alles klar. Gut, dann speichern wir gleich mal, weil ich weiß nicht, ob ich so einen Kampf nochmal hinkriege. So, das ist der Altar, das ist der Sarg und wir reden erstmal mit ihr. Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein. Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut, dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Shaganumbi, okay, dann wollen wir mal. Oh. Hallo, Junge. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka, du bist kein Shaganumbi. Ich bin mit Chani hier. Sonst hättest du es auch niemals geschafft, mich zu rufen. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Da du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir 3 Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Boah, wie fies ist das denn? Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten.
damals wie heute. Es hat sich nichts geändert. Ein Sterblicher will einen anderen töten. Krobe, du weißt aber schon, Krobe schwört den Zorn der Götter. Krobe schwört den Zorn der Götter. Er trägt den Speer der Titanen, den Shihoku Tiva. Du wirst ihn töten. Dann such dir ein paar kräftige Männer und greif ihn an. Dafür brauchst du nicht meinen Segen. Ich habe Chani mein Wort gegeben. Ich kann nicht mehr zurück. Nicht zurück, aber einen anderen Weg musst du finden. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden die Chaka. Höre. Du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Chani. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Coole Sache. Dann nehmen wir das. Okay. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja. Also, was ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Shaganumbi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo. Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle. Okay, Leute, hier mache ich mal direkt einen Break. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, aber wir sind schon weit über der Zeit. Also bis dahin sage ich Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge.